Also man merke die 81 Megabyte RAM, die das Ding hat. Was für ein Also solange wir hier noch nichts sehen. Mein Name ist Axel Beckert. Ich war irgendwie vor ungefähr 10 Jahren oder vielleicht auch ein paar mehr zum ersten Mal hier. Hab auch hier mal einen Vortrag gehalten mit einem nahezu baugleichen Gerät. Das war mein erster Vortrag hier. Damals lief noch gar kein X auf diesen Geräten, weil ich es irgendwie nicht gebacken gekriegt habe, die Modelines von Hand zu konfigurieren. Heute geht das irgendwie alles automatisch. Und ich will euch heute eigentlich ein bisschen was erzählen, wie man auf solch altmodischen Geräten oder eben auch irgendwelchen schwachbrüstigen Singleboardern trotzdem noch im Web surfen kann. Und das ist nur das CD-ROM, wo er nichts drin hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, bringe ich auch so einen alten Laptop mit. Der braucht halt ein bisschen länger beim Booten. Das ist ein Pentium 1 mit 166 MHz. Es läuft ein Debian 8 Jesse drauf. Allerdings wird das auch das letzte Debian sein, das drauf läuft, weil Debian leider den Support für Pentium 1 Prozessoren im nächsten Release rausgeschmissen hat. Ja, nein, die libc6 hat keinen Support mehr für Pentium 1. Das macht dann keinen Spaß mehr, leider. Aber es soll ja auch von Jesse ein LTS geben, also so 4 Jahre kann ich den dann noch betreiben mit Jesse. Die 20 wird er noch erreichen und funktionieren. So, jetzt kam da ein X und jetzt schauen wir mal, ob das X auch da kommt. Ja, braucht noch ein bisschen. Also auch zur Info nochmal, kein USB, nur PCMCIA. Baujahr 1997. Er rödelt noch. Ah, jetzt ein Mauszeiger da. So. Da hat man noch den richtigen Window-Manager für das Spielchen. Rattengift, ja, hat keinen Maus-Support. Macht alles in Fullscreen, deswegen. So, und ja, das ist der Einlog-Prozess. Ah ja, dass er das Fenster noch anzeigt. Gut, so. Aber eigentlich will ich auf der Konsole arbeiten. Hier seht ihr auch nochmal so ein bisschen die Eckdaten. 80 MB RAM, 166 MHz. Ist ein bisschen dünne, aber geht. Ja, es ist ein 166er. Frag mich nicht, wie der rundet. Vielleicht hat er den Pentium 1-Bug da, wo... So, fangen wir einfach an mit dem Vortrag. Vortrag, Vintage, TPP. So, ist Ruby, braucht auch ein bisschen auf der Kiste, aber tut. So, ja, da habt ihr auch nochmal den Titel. Ich lege einfach gleich mal los, weil wir ein bisschen hinterher sind. Wie ihr jetzt schon an dem Booten und so gemerkt habt, Firefox oder Chromium oder Chrome will man auf so einem PC eigentlich nicht mal ausprobieren. Und da habe ich, und das hoffentlich funktioniert das jetzt, sonst wird das ein bisschen doof, aber ich habe da mal was vorbereitet. So, und jetzt müsste nämlich da drüben auf dem X ein Bildchen kommen. Ja, irgendwie bei dem Thema habe ich immer diesen Comic im Kopf. Also nach dem Motto, Chromium kommt zum User, sagt, du, wir haben da ein bisschen Probleme, ich brauche noch mehr RAM und die Entwicklungsumgebung und Skype, die wollen auch mehr RAM und ja gut, okay, die Entwicklungsumgebung, wenn die ein bisschen schneller wäre, wäre ganz nett. Hier ist noch ein Riegel, weitere 4 GB und sagt dann zum Webbrowser, aber gibt den anderen auch was. Ja, ja, klappt schon. Geht in die Tür, mampft den Riegel selber, hat dann einen vollen Bauch und sagt zum anderen, ja, der User hat zu euch gesagt, ihr könnt abhauen. So ungefähr stelle ich mir das halt immer vor, wenn ich über das Thema nachdenke. So, jetzt habe ich hier Q gedrückt. Ja, weg damit. Weiter auf der Seite. Ah ja, gut, Fehlermeldung. Ja, aber wir können hier, ich habe hier noch. So, das ist für nachher. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zum Folien. Selbst WebKit, was irgendwie gerade in ist bei den schlankeren modernen Webbrowsern, ist eigentlich auch nicht besonders sparsam bei den Ressourcen. Und im Deutschen schreibt man mit Doppel-S, sehe ich gerade. Jo. Aber nein, das geht trotzdem auf diesen Rechnern. Man kann auch ohne Firefox leben, man kann auch auf einem Raspi 1 surfen. Ja, es gibt diverse schlanke Webbrowser unter Linux.
Ich habe jetzt mal alles, was Debian Jesse so mitliefert an Webbrowsern, die auf so einem Gerät laufen, durchgetestet. Es gibt drei Browser, die funktionieren unter X, grafische Oberfläche. Es gibt sogar noch zwei, die mit Framebuffer auf der Konsole funktionieren. Und die restlichen sind eigentlich alles Textmodus-Browser. Und die will ich euch jetzt kurz vorstellen. Das erste ist NetSurf. Der ist eigentlich auf RISC-OS entstanden, also irgendwo so in der, weiß nicht, Amiga-Ecke oder Archimedes. Ja, also irgendwo in UK. Ist aber irgendwie auf alle möglichen Betriebssysteme portiert, inklusive BIOS und Mac OS X. Benutzt GTK, sieht entsprechend relativ normal aus, hat Unterstützung für CSS 2.1. Die Framebuffer-Unterstützung habe ich ausprobiert, aber nicht zum Laufen gekriegt, deswegen werde ich die sicher auch nicht vorführen. Mir ist nämlich die Kiste dabei gecrasht. Er hat Tabs, er hat einen Adblocker und jetzt probieren wir auch mal das aus. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, sollte der drüben auf dem X auch kommen. So schön JavaScript experimentell. Ja, also er hat JavaScript-Support. So, das braucht jetzt ein bisschen, er rödelt auf der Platte. Ich höre ihn. Also Platte, nicht SSD. Und eben Live-Vorführung. Ja, doch, da kommt was. So. Loading. Sagt er da unten rechts. Ah, da kommt was. Und sogar irgendwie das Twitter Bootstrap mit dem Hamburger Menü ist auch irgendwie gekommen. Aber ja, so richtig toll ist das mit dem Render nicht. Aber irgendwie der Font stimmt. Die Größen, die Farben. Er lädt immer noch, aber man kann dann mal scrollen. Sieht da unten dann irgendwie auch noch, ja, da kommen gerade noch die Bildchen rein. Also das funktioniert schon, auch selbst wenn irgendwie mein Cron jetzt im Hintergrund rödelt, da hat er da noch das Pfaff-Icon. Und mit Ctrl-T kommt auch noch ein neuer Tab. Jetzt haben wir hier Tabs, können wechseln. Man kann auch mit Ctrl-Minus und Ctrl, wo ist das bloß hier? Die Schriftgröße verstellen, ist, wie man es halt von modernen Browsern her gewohnt ist. Das ist eigentlich ein Browser, der relativ nah an dem ist, was man irgendwie von Firefox oder Chromium gewöhnt ist und trotzdem einigermaßen sparsam mit den Ressourcen umgeht. Er braucht zumindest mit einer Seite offen so um die 100 Megabyte RAM. Das ist für den hier jetzt schon dezent zu viel. Man kann hier übrigens auch die Icon-Größen noch verstellen. Ich habe die extra auf klein eingestellt, weil mit den 1024 auf 768 ist das so ein bisschen, ja. Außerdem habe ich noch gute Augen, deswegen tendiere ich immer zu kleinen Schriftarten, so viel wie möglich Info auf den Bildschirm kriegen. Aber wem das zu klein ist hier von den Buttons her, das kriegt man auch noch größer. Der Default ist sogar größer. Er hat ein Suchfeld hier hinten, etc. Er zeigt auch unten, das seht ihr jetzt, also unterhalb von meinem Cursor, fertiggestellt 33 Sekunden zum Laden und Rendern der Seite, inklusive allen Bildern, CSS und unter diesen Bedingungen. Das ist noch ganz nett. Da kann man auch ein bisschen noch Messungen machen. Wir haben hier oben ein Menü, es sieht aus wie GTK, es ist GTK. Und er kann, genau unter den Einstellungen geht, auch wieder ein Momentchen, ich sehe, dass er auf der Festplatte rödelt. Und da kommt jetzt so ein Einstellungsfenster. Und da kann man unter anderem, Preference Tab Titel, das ist aber jetzt irgendwie neu. Ich habe extra auf Deutsch umgestellt für die deutsche Lokalisierung für den Vortrag, aber ich habe das Gefühl, wir sehen hier jetzt nicht wirklich die deutsche Lokalisierung, sondern die Keywords, unter der sie gesucht wird. Vorführeffekt. Was man auf jeden Fall machen kann, ist irgendwo hier unter Inhalte, Content, gibt es irgendwo JavaScript, wo man anschalten könnte. Aber will ich nicht machen. Also Google Maps damit funktioniert garantiert nicht. Das habe ich ausprobiert. Das habe ich auch auf einem modernen i5 mit Dual Core, weiß der Geier, was ausprobiert. Er hat 4 Minuten gerödelt, fast alles RAM aufgebraucht und war trotzdem nicht zu gebrauchen. Deswegen, ich kann es nicht empfehlen. Also JavaScript auf alten Rechnern, vergesst es einfach am besten. Ich weiß, damit vergisst man auch. Sorry, jetzt habe ich hier, den wollte ich noch zumachen. Damit vergisst man auch einen Großteil des modernen Web 2.0, aber ja. So, beenden. Hopp, na, komm, mach, hopp. So, wieder zurück. So, der nächste Kandidat ist Dillo. Der braucht schon deutlich weniger RAM.
nämlich ungefähr ein Viertel von dem, was NetSurf gerade verbraten hat. Benutzt nicht GTK, sondern das Fast and Light Toolkit. Das ist ähnlich wie GTK oder Qt, eine Bibliothek für grafische Oberflächen, Menüs, Buttons und so weiter. Er unterstützt ein bisschen CSS, allerdings lang nicht alles. Das wird man auch gleich sehen. Er hat auch Tabs. Konfiguration im Gegensatz zum NetSurf, wo wir vorhin Menüs und alles gesehen haben. Preferences, Dialog, wo nur auf Englisch funktioniert. Dann hat man hier eine Konfigurationsdatei, die man editieren kann, wo man Werte setzen kann. Sieht so ein bisschen aus wie eine Indie-Datei. Ja, und dann führe ich den auch gerade mal vor. So. Ja. Und die Low hat irgendwie in der Default-Einstellung die Angewohnheit, alle möglichen Meldungen auf die Konsole, auf der er gestartet wurde, zu pappen. Das merkt man nicht, wenn man es über ein Menü startet, aber ihr seht jetzt hier, wie er mir irgendwie das Ding vollmüllt, auch wenn ich nicht explizit danach gefragt habe. Da, voilà. Eigentlich ist das fast noch ein bisschen besser, bis dieser schwarze Balken kam, wo er dann versucht hat, das CSS zu interpretieren. Aber auch ansonsten, Schriftart, Schriftgröße, Farbe, die Bilder sind da. Und er ist beeindruckend flott beim Scrollen, finde ich jetzt. Also ich kann hier schön, ja, ein bisschen hinterher. Sponsoren sind da. Ich habe das Gefühl, er hat auch weniger lang gebraucht, um die Seite zu rendern. Und ganz schön, sie hat keine HTML-Fehler, sagt er. Sonst ist da unten so ein kleiner Käfer, wirklich ein Käfer, also so ein Marienkäfer. Und dahinter die Anzahl der HTML-Bugs, die er an der Seite gefunden hat. Aber ja, also ich finde, der scrollt jetzt doch schon sehr flüssig hier hoch und runter. Hat eben auch Tabs, auch wieder mit Ctrl-T, die sind jetzt hier auch wieder ein bisschen kleiner eingestellt oben. Ich will jetzt einfach mal den Käfer da zeigen. Es soll keine Kritik an Linux-User sein. Ich weiß einfach, dass er da den Käfer zeigt, weil ich mal für Linux-User einen Artikel über so schlanke Browser geschrieben habe und beim Screenshot machen mir der Käfer unten aufgefallen war. Ihr seht ihn jetzt hier unten, so ein kleiner Marienkäfer mit, sagt 11 HTML-Fehler. Ah, und jetzt gibt es noch Fullscreen-Modus mit Escape. Oh, nee. Gut, ja, ansonsten, man hat hier auch Vorwärts- und Zurück-Buttons, wie man es eigentlich kennt. Ah, und hier die Anzahl der Bilder, die er noch zu laden hat. Ich habe jetzt irgendwie aus Versehen Escape gedrückt, deswegen hat er aufgehört. Wie groß die Seite ist, zeigt er uns an. Also ist eigentlich auch irgendwie noch ganz nett, wenn man irgendwie Webseiten entwickelt. Und selbst irgendwie dieses Layout mit Tabellen hier hat er irgendwie einigermaßen hingekriegt. Das Logo da oben ist an der richtigen Stelle, es sind irgendwie aus zwei Bildern. Ich erwähne das einfach, weil wir nachher vielleicht noch einen Fall haben, wo es nicht so schön aussieht. Ja, und eben zwischen den Tab-Wechseln. Also verdammt flott auf einer 20 Jahre alten Kiste, finde ich. Und dafür immer noch in schöner Qualität. Ja, Menü ist eher dünne, da ist nicht viel. Eben keine Einstellung, dazu muss man DLORC editieren. JavaScript kann ja gar nicht. Ich glaube, es gab irgendwo... Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass es auf der Entwickler-Mailingliste drüber nachgedacht wurde, aber... selbst der NetSurf, muss man sagen, hat die JavaScript-Engine von Firefox 2.0 drin gehabt. Also libmods.js 1.8.5, was irgendwie äquivalent ist zu Firefox 2.0. Die macht im heutigen Web auch nicht mehr viel. Ich bin aber irgendwie fasziniert, dass die immer noch da ist. So, und der poppt jetzt noch ab. Ich habe hier mehr als einen Tab offen, ob ich wirklich weg will. Ja, ich sage mal ja. So. Und das ist jetzt das leere X, das ist okay. So. Ich habe auch immer noch mal die Webseiten hier mit drauf. Plattenplatzverbrauch, also braucht man 1,3 Megabyte. Ah ja, auch noch Nokia 1900, mein Lieblingshandy. Der Webbrowser drauf, komplett unbrauchbar im heutigen Web. Dillo gibt es in aktueller Version fürs Nokia 1900 und tut wunderbar. Nächster Browser. Links 2. Das 2 ist wichtig, weil es gab einen Vorgänger links, nur 0.9 irgendwas. Den findet man eigentlich heute in kaum noch einer Distribution. Und zur Unterscheidung das 2. Der braucht ein bisschen mehr Plattenplatz wieder, aber bringt von sich aus schon total viele Lokalisierungen mit, inklusive Schweizerdeutsch. Und braucht nochmal einen Tick weniger RAM, hat aber das geniale Feature, er funktioniert unter X auf Framebuffer und auf der Textkonsole. Und das führe ich euch auch gleich mal vor. Er kann keine Tabs, das ist auch noch wichtig. Er macht dann einfach ein neues, zweites Fenster auf, wenn man noch eins will. So. Jetzt zeige ich euch erstmal die X-Variante davon. So, der ist auch relativ flott, meiner Meinung nach. Unten seht ihr ganz viele Meldungen. Jetzt macht er gerade SSL-Verhandlungen, weil es halt HTTPS. Ja, und jetzt zählt er noch hoch, wie viel er jetzt, 10 Byte, das ist ein bisschen wenig. Kommt da noch was?
Der Punkt ist, also was SSL und HTTPS betrifft, die Browser auf Debian sind alle gegen OpenSSL oder GNU TLS die aktuelle Version gelinkt. Da musste ich auch zumindest bei einem davon, weiß nicht mehr welchen, links, 2, musste ich da ein bisschen patchen, damit er mit der aktuellen OpenSSL-Version gebaut werden kann. Der Patch wurde dann auch prompt von Upstream mehr oder weniger übernommen. Das heißt, das ist Upstream auch drin, aber dass da jetzt nichts kommt, das stört mich ein bisschen. Out of Net Error. Das schauen wir mal kurz genau. Haben wir noch Net, also blinken tut er. Ja, Shell aufmachen. Er hat jetzt nur noch einen Load von 1/2. Also vorhin hat er irgendwie mal 2 gehabt. Also eine IP-Adresse hat er. Ping, was nehmen wir da? Ja, kommt was. Bisschen. Also gehen wir nochmal zurück. Vielleicht hat er mittlerweile was gelernt. Ah ja, gut, ist ja schon da. Also das ist jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, optisch etwas mehr retro. Das liegt ein bisschen daran, man sieht es auch unten an den ganzen Meldungen, das ist eine Rendering-Engine, die auf Textmodus und grafisch funktioniert. Deswegen sieht die grafische, also die grafische Rendering immer so ein bisschen wie Textmodus aus. Aber verdammt flott und braucht wenig Ressourcen. Ich habe das Gefühl, Dilo ist bei Seitenaufbau jetzt gerade noch ein bisschen flotter, aber die Seite ist meiner Meinung nach besser lesbar als auf Dilo. Unter anderem, weil halt das Menü nicht von dem CSS, das missinterpretiert wurde, überbrutzelt wurde. Insofern können wir irgendwie nochmal schauen, ins Programm kurz gehen. Ja, Vorträge. Ich will mal irgendwie noch eine Tabelle. Bei Dilo und NetSurf, die rendern Tabellen wunderbar. Hier, also braucht aber auch am Anfang, hängt da ein bisschen. Okay. Hat er bei mir zu Hause nicht gemacht. Benutze ich eigentlich sehr gern. Also vor allem, wenn ich schnell mal einen Browser brauche, der nicht irgendwie x Minuten braucht, bis er gestartet ist. Ich warte mal einfach kurz noch. Kurz rüber auf die Textkonsole zum Vortrag. Ja, was auch noch wichtig ist bei Links, Locale ist eigentlich ein System, wo man die Spracheinstellungen global für das ganze System machen kann. Die ignoriert er komplett. Man muss im Browser sagen, ich will die und die Sprache. Das ist ein bisschen unschön. Aber das hängt auch daran, dass er halt wirklich alles irgendwie, Rendering etc. selber macht, ja. Alle drei Browser, die ich euch bisher gezeigt habe, werden aktiv entwickelt. Also da kommen irgendwie ja, alle paar Monate, vielleicht einmal im Jahr oder so, eine neue Version raus. Und von allen zeige ich euch hier, weil Debian Stable nicht die aktuellste Version. Links 2 kann sogar noch libsvga, ist allerdings in Debian Ubuntu schon lange rausgeflogen, weil eigentlich also die Bibliothek selber nicht mehr unterstützt. Aber auf anderen Embedded-Systemen könnte man es dagegen noch kompilieren. Schauen wir mal, ob während dem Labern jetzt da was passiert ist. Nee. Okay, lassen wir das. Gehen wir raus und ihr seht auch diese Dialogbox, die sieht einfach nach Textmodus aus. Das ist nee, es ist irgendwas Eigenes, frag mich nicht. Gehen wir mal rüber und ich habe hier dann auch jetzt die Textmodus-Variante. Ihr seht die gleichen Meldungen unten. Die Umlaute tut er irgendwie ein bisschen, also die gleichen Netzwerkprobleme. Ah, das ging aber schneller. So, was ihr aber jetzt trotzdem irgendwie seht, wenn ich jetzt irgendwie, die Umlaute sind ein bisschen komisch dargestellt. Also er tut die irgendwie umbauen, sodass sie selbst mit ASCII tun. Ich habe es irgendwann mal mit passenden Charset-Einstellungen hingekriegt, wie man das dann wegkriegt, aber nee, das war bei E-Links, da habe ich es weggekriegt. So. Aber ja, selbst hier ist irgendwie benutzbar, finde ich. Auch das Rendering ist eigentlich für einen Textbrowser sehr ansprechend, meiner Meinung nach. Wir sehen da gleich noch andere Beispiele. Und das einzige Unschöne sind irgendwie diese Umlaute, eigentlich meiner Meinung nach. Ja. Und was ihr gerade nicht seht, ist das Menü. Sobald man aber irgendwie F10 drückt oder Escape, tut es glaube ich auch, dann hat man hier das Menü. Und da kann man dann zum Beispiel auch in der Sprache hier Einstellungen, Swiss German. So, und wenn man jetzt dann Guard zu der Adresse zurück. Vorwort hat wohl jemand nicht übersetzt. Neues Fenster. Du kannst das besser als ich. Alle verbindige Kappe. Ja. Also. Ist das jetzt so irgendwie Zürichdeutsch oder was haben wir da? Kommt so ungefähr hin. Also ich vermute.
Ich vermute mal, dass es dass die Übersetzung von Gökern ist. Also wird es irgendwas Aargauer Zürichdeutsch sein. Oh. So, gut, gehen wir wieder raus. Ende, Kuh. Wirklich, wirklich beende, ja. So. Dann haben wir noch W3M, das ist der Standard-Textmodus-Browser unter Debian. Der ist in der Standardinstallation mit dabei. Ja, der spricht jetzt irgendwie wieder Englisch mit mir. Ja, und er ist sogar jetzt irgendwie ein bisschen bunter auf der Konsole. Ich hoffe, man sieht das irgendwie. Also, und was auch relevant ist, im Gegensatz zu was wir vorher gesehen haben, wo ich mit den Cursor-Tasten von Link zu Link gesprungen bin, hier gehe ich durch, als wäre ich irgendwie in einem Texteditor, wo ich halt irgendwo einen Cursor habe, wo ich irgendwie selbst im Text irgendwie rumscrollen kann. Und nur wenn ich auf den Link komme, dann wird der halt markiert. Nein. Ja. GPM? GPM? Gute Frage, ob das tut. Probieren wir es aus. Könnte aber auch am Screen liegen, dass ich noch drumherum habe. So, ja, also eben farbig. Probieren wir hier mal kurz das Programm, wie das mit dem Opening Socket. Das ist alles, weil HTTPS. Aber ja, tut. Und wo ist jetzt das Programm? Start Lectures. Ah, ich muss da noch auf. Das ist jetzt halt dummerweise Englisch geworden, aber naja. Ah, da hat man sogar noch einen Fortschrittsbalken gesehen, kurz. Ja, und also ich meine, er rendert das, die Tabellen eigentlich recht brauchbar. Man kann da jetzt irgendwie auch nach rechts weiter durchscrollen. Ich gehe mal davon aus, da, ja, das geht jetzt hier schön weiter nach rechts. Anhand vom Cursor sieht man dann auch, wo er ungefähr ist mit, von der Vorstellung her. Ja. Ich muss es jetzt trotzdem einmal von Hand machen, weil das habe ich, glaube ich, vergessen in meinem Beispielskript. Machen wir mal ein Terminal auf. Hallo, W3M, HTTPS. Ich tippe es kurz, weil das, glaube ich, Linux Tage 2016. Der Grund, warum ich euch das jetzt zeige, ist, weil jetzt kommen hier Bilder im Textmodus. Das funktioniert nur unter X. Also man sieht die Deutschlandflagge jetzt schon, die hier gekommen ist. Er sagt, unten 2 von 8 Bildern geladen. Da unten kommen gerade Sponsorenlogos an, die kommen so ein bisschen gemütlich an. Was W3M sozusagen als Alleinstellungsmerkmal hat, ist, er kann über einen X-Term kleine Fenster mit Bildern drüberlegen an der richtigen Stelle und das ins Rendering mit einbeziehen. Jetzt oben kommt auch gerade so das Cam, ja, noch nicht ganz. Also es ist irgendwie ja, eher gemütlich gerade. Ich habe es auch schon schneller erlebt, aber das Schöne ist einfach, wir haben selbst im Textmodus Bilder. Also wenn man jetzt irgendwie einen X-Term offen hat oder so und da drin W3M benutzt, kriegt man auch Bilder. Da, da. Also insofern auch nochmal irgendwie so ein Crossover zwischen den beiden Welten, Textmodus und Bilder. Wenn man unter Debian oder Ubuntu das Feature haben will, muss man das Paket W3M-IMG zusätzlich installieren, weil das ist in der Standardinstallation nicht dabei. Es ist sozusagen wie ein Plugin, wird man heute, glaube ich, sagen. So, gehen wir hier mal wieder raus. Eben die Pfeiltasten habe ich euch gezeigt. Wie es da mit der Entwicklung aussieht, weiß ich nicht. Ich habe schon lange nichts mehr davon gehört, aber ich habe auch noch niemanden sagen hören würde, das Projekt ist eh tot. Insofern, und wie gesagt, bei Debian Standard-Textbrowser. Dann haben wir noch Lynx. Lynx ist so der Urahn aller Textmodus-Browser. Er ist älter als das www, weil er initial geschrieben worden ist für irgendein anderes proprietäres Hypertext-Protokoll. Und er kann auch Gopher, was das andere alte Hypertext-Protokoll ist, das noch existiert. Und vom Benutzerinterface war er das Vorbild für die meisten anderen. Er hat ein Feature, das heißt Lynx Style Sheets. Damit kann man im Textmodus sagen, wie Text dargestellt werden soll. Also ob irgendwelche fetten Texte dann grün oder blau dargestellt werden sollen, wenn es Fett nicht gibt. Jetzt probieren wir es aber auch mal aus. So. Also unten sieht man schon mal ein bisschen Farbe. DNS. Mach. Ja, dann kommt schon was. Wobei, also gefühlt, ich weiß nicht, ein bisschen was an der Langsamkeit liegt auch am Netzwerk, weil, also bei mir ging es ein bisschen flotter. Auch trotz des alten Rechners. Und ich meine, er hat praktisch keine Load. Er dreht Däumchen. 0,18 jetzt gerade. Vor allem, weil er ja auch seine 100 Megabit macht, ne? Er macht 100 Mbit, ja. Ah, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich habe ja vorhin nochmal die andere Netzwerkkarte reingesteckt. Die wird sehr warm, wenn sie 100 Mbit machen muss.
dann wird sie sehr langsam. Langsamer als wie wenn sie 10 Mbit machen müsste. Ich erzähle mal derweil noch ein bisschen weiter über Lynx. Der ist auf jeden Fall aktiv entwickelt. Da kamen nach dem Release von Debian Stable noch so Features rein wie SSL-Client-Zertifikate, also so für diverse Single-Sign-On-Services. Lynx 2 übrigens auch, der hat ungefähr zur gleichen Zeit das bekommen, weil Debian das haben wollte. Und bei Debian es Leute gab, die den Patch geschrieben haben und eingesendet haben, und der wurde bei beiden Fällen angenommen. Zum Teil leicht bearbeitet, aber trotzdem. Nur in Debian Stable ist das Feature halt nicht drin. Das kriegt man erst im nächsten Debian Release. Was auch interessant ist, ist, Lynx hat 3 Modi für Anfänger, für Fortgeschrittene und für irgendwas noch mittendrin, Intermediate. Also was ist das auf Deutsch? Also ich würde es als Anfänger, Fortgeschrittener, Profi übersetzen, obwohl eigentlich das Advanced hieße Fortgeschritten, wortwörtlich übersetzt. Unterschied ist unter anderem, wie viel Hilfe er einem anzeigt. Okay, ich habe hier ja selber irgendwie Vorträge. Arachne habe ich auch ausprobiert, habe ich aber nicht zum Laufen gekriegt. Ja, ist mir nur gecrashed. Lynx und die Index.html. Das ist einfach eine Seite mit Vorträgen, aber ich kann daran die Features zeigen. Und zwar seht ihr hier unten den Link, der unter dem jeweiligen markierten Link ist, also Text. Und wenn ich jetzt mit O wie Optionen zu den Optionen gehe, dann kann ich hier das Advanced auf Novice Anfänger zurückschalten. Accept Changes. So, und jetzt seht ihr hier unten eine ganze Ladung Hilfe. Mit den Tasten, also das ist auch die Default-Einstellung wohlgemerkt. Dafür seht ihr nicht mehr den Link, der drunter ist. Inklusiv, dass man Leertaste drücken soll für die nächste Seite. Und man kann auch noch mit den Cursor-Tasten etc. Fragezeichen für Hilfe, Cursor nach links für zurück und so. Haben wir hier mittlerweile was. Oh, noch schlimmer. Er hat nicht wollen. Aber da seht ihr auch, was er irgendwie noch an gemacht hat und dann ist irgendwie wupp. Ich gehe trotzdem mal vorwärts. RAM-Verbrauch ist auch eher moderat, so mit guten 10 MB. W3M habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ja, 10 MB auch. Aber wenn man Bilder haben will, gerade fast nochmal so viel. Lynx kann wirklich nur Textmodus, aber das ist halt auch seine Domäne. Ich habe meine ersten Vorträge hier an Chemnitz Linux-Tagen mit Lynx gehalten und habe da sehr viel mit den Lynx-Style-Sheets rumgeschraubt, damit die Farben irgendwie für den Vortrag passend sind. Was vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen, die URL ist relativ neu, die gibt es erst seit halbem Jahr oder so. Das war fast, weiß nicht, 20 Jahre lang lynx.esc.org, aber ESC hat irgendwie das Hosting denen gekündigt nach Ewigkeiten. Deswegen invisibleisland.net kann man sich nicht ganz so gut merken, aber man findet es trotzdem. Ja, dann haben wir noch Elynx. Das ist auch ein Fork von dem Lynx 09. Braucht aber gleich schon wieder ein bisschen mehr Ressourcen. Kann aber auf der Linux-Konsole und 256 Farben Xterms noch einiges mehr als der Lynx 2. Jetzt schauen wir mal kurz, ob der jetzt wenigstens ein Netzwerk kriegt. Sonst können wir nachher vielleicht doch nochmal das WLAN probieren. So. Solange der hier auf der Seite rödelt, ne, looking up host. Und die gleiche Seite mit dem Elynx. So, jetzt müsste ich aber hier aus dem Screen raus. Dann machen wir das hier mal, weil das Screen sorgt dafür, dass er nicht mitkriegt, dass es wirklich eine Linux-Konsole ist. CD-Vorträge, Vintage, Elynx, Index.html. So, ja, da sieht man jetzt die Farbe. Man sieht, oben hat es noch so eine kleine Titelleiste, wie viele Seiten. Aber wenn das ein X-Terminal ist, dann sieht man den Titel auch wirklich im Titel vom Terminal. Das finde ich auch sehr schön. Unten sieht man den Link, wo es jeweils hingeht. Ich finde das Rendering eigentlich sehr ansprechend da noch. Im Prinzip der große Unterschied zu Lynx 2 ist, dass sie sich viel mehr Mühe und Sorgen um das Rendering selber gemacht haben. Dafür gibt es halt keine grafische Variante. Aber ebenso auf der Linux-Konsole mehr Farben, UTF-8-Zeichen und so Scherze. Wie sieht man mit UTF-8 aus? Unterstützen eigentlich alle. Ich meinte, dass er zum Beispiel so diese Zeile hier, das ist ein HR und das rendert er jetzt hübsch mit UTF-8, das meinte ich. UTF-8 unterstützen eigentlich alle außer. Ich habe es ehrlich gesagt nicht explizit ausprobiert. Also mir ist es nirgends aufgefallen, dass es nicht tut. Sagen wir es mal so. So, da ist jetzt noch, ist gekommen hier.
Aber eben dadurch, dass ich es im Screen gestartet habe, hat er halt nicht erkannt, dass er mehr Farben verwenden kann. Unten sagt er, wie schnell das ist. Er wartet jetzt noch eine halbe Minute. Ja, lassen wir ihn einfach mal. Ich scroll mal einfach ein bisschen runter. Er springt auch mit Cursor-Tasten von Link zu Link, wie Lynx selber auch. Und hat auch jetzt das Deutsch hier sauber hingekriegt, inklusive den Umlauten. Die rendert er auch schöner als der Links 2 im Textmodus. Ja. Wie Lynx und Links 2 unterstützt er auch Koffer. Und das machen wir jetzt nochmal im Hintergrund. Ich habe hier ja noch einen Offer oben. Koffer. Du weißt, welchen Koffer ich jetzt benutze. Fotostudio. Ja, das einfach den da mal. So, gib ihm. Das können wir nachher mal schauen, ob er was gefunden hat. Ein Alleinstellungsmerkmal hier ist auch noch, man kann bei den ganzen Textmodus-Browsern mit der Option minus dump sozusagen das gerenderte Textfile ausgeben. Also sozusagen das HTML nach Text konvertieren. E-Links kann als einziger dort auch Farbe verwenden, also ANSI-Farben. Sieht noch ganz hübsch aus, aber wenn man es in eine Datei umleitet, ist es dann doch wieder unbrauchbar. Aber man muss es anschalten, man muss ihm explizit sagen, auch beim Dumpen Farbe. Ja, wie weit das da mit Entwicklung steht, weiß ich nicht. Letztes Beta-Release vor 3 Jahren oder vor über 3 Jahren, letztes Stable-Release vor über 6 Jahren, ist etwas dünne im Vergleich zur Konkurrenz hier. Aber ja. So, dann haben wir noch einen. Netrick, ich weiß nicht, ob Olaf da ist, aber der Entwickler von Netrick war auch schon mal hier auf dem CLT und hat, wenn ich recht entsinne, Vorträge über Hurd gehalten. Extrem sparsam, sowohl auf der Platte als auch im RAM, kann aber kein HTTPS leider. Deswegen für die heutige Welt mit Let's Encrypt und alle wollen jetzt nur noch HTTPS und keinen unverschlüsselt mehr, dank Snowden und der NSA, da ist der dann ein bisschen im Hintertreffen. Dann gehen wir hier weiter. Auch hier diese textuellen Menüs, wie man sie im Links 2 schon gesehen haben, da erkennt man halt das gemeinsame Erbe. So, jetzt rufen wir mal den Netrick auf. Ja, ich mache dann nebendran auch noch im Textmodus gerade nochmal. So, also da sehen wir jetzt, dass das mit den UTF-8-Umlauten nicht so ganz toll funktioniert. Die sind einfach weg. Er ist dafür extrem flott. Als Textbetrachter durchaus, das Blinken ist jetzt weniger schön, okay. Benutzbar, aber eben aufgrund vom fehlenden HTTPS fürs heutige Web leider unbrauchbar. Da kann ich euch eigentlich auch nicht die Chemnitzer Linux-Tage-Webseite zeigen, weil die macht ja einen Redirect nach HTTPS. Und das sieht dann so aus, genau. Nee, unknown host ist nicht die Fehlermeldung, die ich erwartet habe. Ich habe die Fehlermeldung, dass er HTTPS nicht unterstützt, erwartet. Aber ja. Und wenn ich jetzt irgendeine Taste drücke, kommt einfach eine leere Seite, weil er einfach den Browser ohne Dings startet. So, jetzt will ich den aber trotzdem auch nochmal kurz im X-Term, weil, so, da haben wir noch irgendwie den E-Links von vorher oder so. Ne, den W3M war das. So, komm, raus. Ist wieder das, wenn der Beamer jetzt schon wieder ausgestiegen ist, von meinem ganzen zwischen X- und Textkonsole hin und her wechseln. Ich bin eigentlich beim letzten Browser, den ich euch vorstellen wollte, angelangt. Den Rest kriege ich auch mündlich noch hin. Ja, im Großen und Ganzen, was ich euch zeigen wollte, selbst auf einem knapp 20 Jahre alten PC kann man heute durchaus noch im Web surfen, auch ohne Firefox oder Chromium. Was man allerdings vergessen sollte, ist JavaScript und Flash erst recht. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe nirgends auf meinen Kisten Flash drauf. Ich hasse das Zeug, aber ich bin mir sicher, dieser Ressourcenfresser funktioniert darauf erst recht nicht. Je schlanker der Browser, desto, sagen wir mal, unansehnlicher wird das Rendering. Also ist es sehr, sehr Geschmackssache, was man wirklich an Browser jetzt für seinen Einsatzzweck verwenden möchte. Eben bei mir auf dem N900 ist es der Dillo, sonst wenn ich schnell mal einen brauche, ist es der Links 2 im X-Modus. Und wenn ich einen Textmodus-Browser will, dann nehme ich den Klassiker Lynx. Netrick, ja, ohne HTTPS wird das wirklich schwer haben in der Zukunft. Weiß nicht, ob da noch was kommt. Eben das letzte Release war auch irgendwie 6 oder 7 Jahre her. Und ja, die Folien könnt ihr alle auch nochmal unter noone.org/talks/vintage, stand auf jeder Folie oben drauf, ist auch im Programmheft verlinkt. Dort findet ihr wiederum die Links zu all den Browsern und sonstiges. Es gibt
noch in den Folien einen Link zur Geschichte von Links, Links 2, E-Links, wie die alle miteinander verwandt sind. Da gab es anscheinend noch so ein paar Derivate, die aber in keiner Distribution, die mir bekannt ist, drin sind. Das, was ich euch hier heute live gezeigt habe, gibt es auch noch in zwei Zeitschriften als Artikel. Das ist einerseits Linux User 02 2016 und im Raspberry Pi Geek 02 2016. Wenn ihr die zu Hause habt, könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen oder sonst gibt es den Raspberry Pi Geek gibt es auch noch in Läden. Das andere kann man beim Verlag nachbestellen. Dann will ich auch nochmal ein Dankeschön sagen. Einerseits an den Jörg Luther vom Linux User Magazin. Der hat mich überhaupt erst auf die Idee zu diesem Thema gebracht, weil der wollte nämlich einen Artikel über NetSurf haben und einen Artikel über Textmodus-Browser. Dann habe ich gesagt, mache ich gerade einmal Rundumschlag und irgendwann kam eine Idee, könnte man eigentlich auch mal als Vortrag versuchen. Andreas Grenmeier und Nico Golde und Sven, ich weiß nicht, ob er hier ist, die sind schuld an dem wunderschönen Präsentationsprogramm, das ich hier verwendet habe, dem TPP, dem Text Presentation Programm. Ja, und dann danke ich auch noch euch fürs Interesse, fürs Herkommen. Es ist überraschend voll hier für das Thema. Tut mir leid, dass das mit dem Beamer jetzt nicht ganz so geklappt hat. Der Vortrag war wohl zu anspruchsvoll für den Beamer. Aber ja, Link zu den Folien ist im Programmheft und auf der Webseite von Chemnitzer Linux-Tagen. Danke. Wie sieht es denn mit IPv6 aus bei den Programmen? Oh. Die meisten können es, glaube ich. Aber ich muss zugeben, ich habe es nicht explizit ausprobiert. Das ist eine gute Frage. Sollte ich beim nächsten Mal mit einbauen? Für alle nochmal durchtesten. Okay.